Hallo, mein Lieben. Heute habe ich ein absolutes Highlight für euch und zwar mega leckere Cheesecake Brownies. Ich esse wirklich für mein Leben gerne Käsekuchen und Brownies und es gibt nichts Besseres als einfach eine Mischung aus beiden. Und deswegen zeige ich euch heute super saftige Schoko-Brownies gemischt mit einem leckeren Cheesecake-Topping. Und wie ihr das Ganze sehr einfach herstellt, zeige ich euch nun im Video. Für den Brownie-Teig benötigen wir folgende Zutaten, nämlich zimmerwarme Eier, des Weiteren Mehl, Zucker, Vanillezucker, ein wenig Backpulver sowie Backkakao, etwas Butter und Zartbitterschokolade. Natürlich schreibe ich euch die genauen Mengenangaben wie immer unter das Video in die Infobox. Das Ganze ist wirklich super easy, wir brauchen nicht mal einen Mixer. Und zwar werden zunächst Butter, Zucker, Schokolade und Vanillezucker auf niedriger Stufe langsam erwärmt und zusammen geschmolzen. Wichtig ist, dass die Masse wirklich nicht kochen sollte. Ihr seht, es ist wirklich alles schön geschmolzen, es sind keine Klümpchen mehr vorhanden und die Schokomasse sollte an dieser Stelle wirklich nur lauwarm sein. Die Eier kommen jetzt nämlich hinzu, deswegen ist es auch wichtig, dass es nicht zu heiß ist, sonst habt ihr am Ende Rührei in eurem Kuchen. Das wollen wir ja nicht. Deswegen werden die Eier jetzt nacheinander schön untergemixt bzw. untergerührt. Und ihr seht, meine Masse wird auch sofort dick. Das liegt daran, dass meine Eier noch ziemlich kalt waren. Deswegen ist das Ganze auch ganz schnell fest geworden. Zu guter Letzt füge ich nur noch die trockenen Zutaten ein, nämlich das Mehl. Das habe ich vorher übrigens mit dem Backpulver vermischt und auch den Backkakao. In 0, nichts habt ihr einen leckeren Brownie-Teig hergestellt und den stelle ich jetzt erstmal beiseite, denn jetzt geht es erstmal mit dem Cheesecake-Topping los. Hierzu benötigen wir Speisequark, egal welche Magerstufe, des Weiteren noch Vanillepuddingpulver oder aber Speisestärke, ein Ei sowie Zucker und zu guter Letzt geschmolzene Butter. Auch hier gibt es eigentlich so gut wie gar nichts hinzuzufügen, außer dass ihr alle genannten Zutaten miteinander vermischt und dann ist die leckere Käsekuchenmasse auch in 0, nichts hergestellt. Wer mag, kann natürlich auch einen Mixer verwenden. Ich komme aber mit dem Schneebesen super klar und die Masse ist auch in 0, nichts cremig gerührt. Und los geht's auch schon ans Befüllen. Ich verwende hier einen verstellbaren Backrahmen. Darunter habe ich einfach nur Backpapier ausgelegt. Und den habe ich auf etwa 30 x 40 cm ausgebreitet. Und hier füge ich nun die Schoko-Brownie-Masse mit hinein. 3 bis 4 Esslöffel des Brownie-Teiges lasse ich mir allerdings noch übrig, denn das brauchen wir am Ende nochmal. Nachdem der Brownie-Teig schön glatt gestrichen ist, kommt darauf dann im Anschluss die Käsekuchencreme und auch die wird nochmal schön glatt gestrichen. Das geht am besten mit einer Winkelpalette. Ich achte aber darauf, dass ich so ungefähr 1 cm breiten Rand noch freilasse, einfach der Optik wegen. Und sobald ich die Creme dann glatt gestrichen habe, kommt über die Palette der restliche Brownie-Teig oben drauf. Nun nehmt ihr euch eine Gabel und dann macht ihr ganz einfache Swirls in den Teig. Das geht wirklich super easy. Und an dieser Stelle fiel mir doch glatt ein, dass ich noch ein paar Kirschen übrig hatte. Und das war wirklich eine glorreiche Idee, denn die Kombination mit Kirschen, Brownie und Käsekuchen ist einfach nur genial, Leute. Also auf die solltet ihr auf gar keinen Fall verzichten. Einfach nur abtropfen lassen und dann oben drauf verteilen. Nun wandert das Ganze in den vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Umluft. Orientiert euch einfach an dem Brownie-Teig, denn wenn der obenrum schon durch ist, ist es Zeit, den Kuchen direkt aus dem Ofen zu nehmen. Bei mir war der jetzt ungefähr 20 bis 25 Minuten im Ofen. Er sollte auf gar keinen Fall zu lange drin sein, damit er seine Saftigkeit beibehält. Und so sehen dann die leckeren Cheesecake-Brownies aus. Super, super soft und saftig, ultra schokoladig. Und das Ganze wird dann noch getoppt von den Kirschen und von der Käsekuchencreme. Also ein ultimatives Geschmackserlebnis. Meine Familie war begeistert und den wird es jetzt auf jeden Fall öfters bei uns geben.
Wenn ich euch einen Appetit gemacht habe, schaut doch gerne in die Infobox vorbei. Da findet ihr nochmal alle genauen Mengenangaben. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und wie immer würde ich mich sehr über einen Daumen hoch von euch freuen, falls euch dieses Rezept gefallen hat. Ich sage dann schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video mit euch.